Von meinem Wochenende wollte ich euch noch was erzählen, Freunde. Da muss ich ganz bisschen ausholen, aber glaubt mir, das ist es wert. Herzlich willkommen zu Matti Adventskalender. Tschüssi, Nummer 9. Ich habe dieses Jahr meiner Verlobten Roxy zum Jahrestag einen Musical-Besuch geschenkt, weil Roxy und ich beide absolute Musical-Liebhaber sind. Dieses Jahr war dann das Jahrestagsgeschenk. Lasst uns doch nach Stuttgart fahren und Aladdin gucken. Tickets gebucht. Zweite Reihe, erste Reihe war schon besetzt, alles weg, sonst hätte ich die erste sogar gebucht. Zweite Reihe, Mitte, Megaplätze, brutal, gleich mehr dazu. Bei der Online-Buchung hast du außerdem die Option, du kannst zusätzlich zu den Musical-Tickets auch direkt das Hotel mitbuchen. Und das Hotel und das Musical, die sind ein Gebäudekomplex. Das heißt, du gehst aus der Tür vom Musical raus in die Tür vom Hotel rein. Du musst dann nicht hier dich um Parkplatz kümmern, da dich um Parkplatz kümmern. Tiefgarage ist relativ günstig gewesen, 16 Euro für den ganzen Tag. Das heißt, du parkst das Auto in der Tiefgarage, lässt es da einfach und chillst auf dein Leben die nächsten 24 Stunden. Dann dachte ich so, ja nice, machen wir doch genauso. Deswegen habe ich genau dieses Hotel gebucht, das direkt da an diesem Musical ist. Kind 1 und Kind 2 abgegeben bei Roxys Schwester und Pino auch und dann ab geht's nach Stuttgart. Wir fahren los. Ultra gut durchgekommen. Deutsche Autobahn zum ersten Mal. Ah, ein absoluter Traum. 700 Kilometer irgendwie in 5 Stunden gefahren oder so. Absolut genial. Jetzt kommen wir da an. Parken das Auto in dieser Tiefgarage. Nehmen so unsere Koffer raus und gucken so, okay, wie kommen wir von hier aus jetzt zum Hotel? Da sind wir so dreimal im Kreis gelaufen und da ist dann so ein Schild gewesen. So ein ganz kleines Schild mit so einem Pfeil Hotel. Hä, okay, durch irgendeine Feuertür muss man da durch und das sah überhaupt nicht so aus. Das sah aus, als wäre es eine Tür, die man nur im Notfall öffnen darf, ne? Okay, wir gehen da so durch. Gehen durch einen ewig langen Gang. Bestimmt 500 Meter einfach geradeaus. Wir laufen. Und laufen und laufen und laufen. Dann ist da irgendwie so ein Casino. Hä? Okay, weird. Wir laufen weiter. Dann sind da Aufzüge. Und wir dachten, okay, alles klar. Wir sind hier in der Tiefgarage. Das heißt, das ist jetzt der Aufzug. Mit dem fahren wir direkt zur Rezeption. Wir rufen den Aufzug. Passiert nichts. Wir stehen da 5 Minuten lang und es passiert nichts. Und irgendwann leuchtet ein Lämpchen. Bing! Aufzug ist da. Hä? Hat voll lang gebraucht. Wir steigen in diesen Aufzug und dann steht da zu den Hotelzimmern. 101 bis 112 oder so, 200 bla bla bla, ne, die ganzen Etagen. Hä? Man kann von der Tiefgarage direkt in sein Zimmer fahren? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, egal, Erdgeschoss, wir wollen zur Rezeption. Wir fahren zur Rezeption hoch, gehen aus diesem Aufzug raus und sind gefühlt mitten in so einem Einkaufszentrum. Hä? Das ist nicht das Hotel. Wo sind wir? Dann sind wir noch bei 500 Kilometer gelaufen durch so eine, ja, Promenade wie in einem Einkaufszentrum. Links und rechts waren Geschäfte, dann war da wieder ein Casino, wieder irgendeine Bank oder sowas. Und wir laufen und laufen. Hä? Aber da stand doch gerade zu den Zimmern. Wo ist die Rezeption? Und dann mussten wir durch so einen Glasgang und da war dann doch die Rezeption. Ganz am Ende dieses Ganges. Ja, damit meine ich nicht den Fluss in Indien. Da war dann plötzlich die Rezeption. Wir waren so, okay, es ist so aufgebaut. Hier ist das Hauptgebäude vom Hotel, wo auch unser Zimmer ist. Dann ist hier diese Promenade mit den Geschäften. Und da ist noch ein Gebäude. Und da sind so andere Hotelzimmer, so Apartments für Leute, die sich dafür mehrere Tage so ein Apartment buchen wollen. Aha, alles klar, verstanden. So, wir sind in dieser Rezeption, ja? Und jetzt haltet euch fest. Haltet euch einfach fest. Wir so, yo, wir haben gebucht, Matthias Berger, bla bla, alles klar. Hier sind ihre Zimmerkarten. Sie haben das Zimmer 865. Also im 8. Stock, Zimmer Nummer 865. Alles klar, vielen Dank, schönen Aufenthalt, Dankeschön. Wir gehen zum Aufzug. Wir rufen diesen Aufzug, dauert wieder halbe Ewigkeit. Wir steigen ein, der Aufzug fährt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, bis er dann endlich bei unserem angeforderten 8. Stock gehalten ist. Währenddessen schon randvoll, ne? Wir so, bam, ich, fetter Wintermantel an, Heizungen laufen darin auf Hochtouren, mit unseren Koffern und unseren Mänteln komplett am Schwitzen. Ich bin an dem Zeitpunkt schon komplett nass. So, endlich beim Zimmer angekommen. Gott sei Dank kann ich mich direkt duschen und diesen Schweiß loswerden. Wir gehen zur Zimmertür, wollen gerade aufmachen und plötzlich hören wir so... Ist da wer in unserem Zimmer? Hä? Wir haben Stimmen gehört aus unserem Zimmer. Dann habe ich versucht, mit der Karte das Zimmer zu öffnen. Die Tür leuchtet grün, also ja, geht. Was zur Hölle? Lass uns nochmal zur Rezeption. Wieder zum Aufzug, wieder rufen, wieder eine halbe Ewigkeit warten, wieder in den Aufzug rein mit 500 anderen Leuten. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Schwitzen, 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 stinken. Bam, Rezeption. Wir gehen da wieder hin. Vor uns so eine Gruppe von 3 so Mädels, ungefähr unser Alter. Und die waren, glaube ich, Holländerinnen, also Niederländerinnen. Und die standen vor uns, wir haben so gewartet. Die Dame an der Rezeption hat mit denen kurz gequatscht und dann waren wir dran. Genau, Passierschein A38, genau so. Und wir so, Entschuldigung, da sind Leute in unserem Hotelzimmer. Was zur Hölle?
Und sie so, oh, okay, nimmt so die Karten, geht los, ich muss mit dem Manager reden. Und plötzlich rufen uns die Niederländerin in einem sehr guten Deutsch zu. Ich kann das nicht so gut nachmachen, diesen Akzent. Roxy kann das mega gut, habe ich jetzt die Tage erfahren. Wusste ich vorher nicht. Und die dann so, oh, habt ihr das gleiche Problem? Wie so, naja, da war jemand bei uns in unserem Zimmer. Und die so, ah, das Problem hatten wir auch. Und dann meinte ich so, oh je, yeah, dann seid ihr nicht die Einzigen. Und da haben die plötzlich so voll gelacht. Ich glaube, die haben nicht ganz verstanden, was ich gesagt habe. Und das war dann so diese natürliche Reaktion. Ah, gute Laune in der Truppe. Denen ist auch was Lustiges, Dummes passiert. Dann lass uns doch alle zusammen lachen. Dann haben die über jeden Furz gelacht, den ich gesagt habe. Das war ganz weird. Da meinte ich so, ja, keine Ahnung, was ist das jetzt hier? Wir haben doch keine WG gebucht. Und die kriegen so ultra Lachflash. Und ich war so, das war doch überhaupt nicht witzig, was ich gerade gesagt habe. Warum lachen die jetzt so? Na gut, dann haben die sich hingesetzt, wir haben uns hingesetzt und durften erstmal warten. Der Manager kommt, oh, ich reiß ihm den Kopf ab. Okay, alles klar. Irgendein Typ hat Mist gebaut, ja, und hat ein Zimmer falsch verteilt. Und weil ein Zimmer falsch war, konnten dann direkt die Nächsten in das Zimmer reingehen von dieser Person. Und das war dann eine Kettenreaktion, versteht ihr? Weil ein Zimmer falsch zugeteilt war, waren alle falsch zugeteilt als Kettenreaktion. Oh. Und dann saßen wir dann eine Viertelstunde in der Lobby und dann haben wir wieder neue Zimmerkarten bekommen. Wieder den Aufzug, wieder die gleiche Odyssee. Hoch, runter, schwitzen, stinken, bam. Jetzt haben wir unsere Zimmer gehabt. 11. Stock, alles klar. Zimmer Nummer 1168. Hier steht, der linke Gang ist 1161 bis 1169. Ah, das sind ja wir. Rechte Seite 115 irgendwas. Ja, dann müssen wir nach links gehen. Wir gehen so nach links und da gibt es 5 Zimmer. 1161 bis 1165. Wir waren aber 1168. Hä? Wo ist unser Zimmer? Wir gehen so in den rechten Gang. Nee, das sind die 115er. Wo ist denn unser Zimmer? Hä? Das wird immer seltsamer und seltsamer. Von Minute zu Minute. Wir waren 24 Stunden in diesem Hotel und es war 24 Stunden lang seltsam. Es wurde nicht besser. Ich garantiere es euch. Ich werde euch jetzt auch nur 1% erzählen von allem, was wir erlebt haben. Es war so weird. Wir haben es mit Humor genommen. Wir haben gelacht die ganze Zeit. Wir haben Spaß gehabt. Aber hätten wir schlechte Laune gehabt, boah, da wäre ich aber richtig sauer gewesen. Naja, wo zur Hölle ist unser Zimmer? Wieder so eine Brandschutztür, an der nichts dran steht. Ja, kein Schild hier zu den anderen Zimmern. Da war einfach so eine random Brandschutztür und da mussten wir durchgehen und dahinter war dann unser Zimmer. Okay, alles klar. Wir schließen so das Zimmer auf, machen die Tür auf, kommen so rein, stecken die Chipkarte in diese Halterung, damit wir Strom haben. Ne? Das machen ja viele Hotels so. Bam, Chipkarte rein. Rotlicht. Das ganze Zimmer knallrot. Wer zur Hölle war hier vor uns, Digga? Du kannst die Farben so umstellen, ja? Blau, grün, wie auch immer. Aber es war rot eingestellt. Wir dachten so, Alter, wer war da vor uns? Dann hatten wir das umgestellt, Chipkarte rausgezogen, Chipkarte wieder reingemacht, wieder rot. Also, das Hotel macht als Standardeinstellung Rotlicht, wenn ihr in das Zimmer kommt. Die wollen das so. Und nicht nur das. Überall waren so Schildchen mit so irgendwelchen versauten Sprüchen oder so. Zum Beispiel an der Tür zum Badezimmer, ne, zur Toilette, war dann so ein Schild. Achtung, Explosionsgefahr. Also die wussten schon, ich komme vorbei. Dann war bei der Minibar, da gab es so kostenlose, also inklusive im Hotelpreis enthaltene, hast du Getränke von der Minibar. Und da stand dann so Free Drinks und so ein Typ, der an so einer, an so einem Euter von einer Kuh hängt und da so nuckelt dran. Okay, alles klar, wir öffnen so diesen Kühlschrank. Zweimal Cola, einmal Wasser, einmal Apfelsaft, einmal Bier. Nice, perfekt für zwei Leute ausgestattet. Ja, und so waren überall so komische Gags eingebaut. Ja, an jeder Tür, an jedem Schrank und so waren irgendwelche Strichmännchen mit irgendwelchen lustigen Sprüchen dazu. War ja ganz witzig. Sehr seltsam auf jeden Fall, aber ganz witzig. Ich war ja komplett nass geschwitzt, ne? Mir war ja ultra heiß. Ich mach mich nackig, geh duschen. Genau, wenn Gen Z ein Hotel öffnet, genau. Ich komme aus der Dusche raus, ja, mit so einem Handtuch umgebunden. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich chill mich so in das Bett. Erstmal Bett auschecken. Das Bett, 3 Meter hoch. Roxy musste reinklettern. Das war anstrengend für sie. Wir liegen so in diesem Bett. Roxy ganz entspannt, irgendwie am Handy am Chillen. Ich nackt, nur mit dem Handtuch bedeckt. Oh, endlich, angekommen. Lass mal runterkommen. Wir haben jetzt noch 1-2 Stunden, bis das Musical beginnt. Zum Glück waren wir voll pünktlich da und sind gut durchgekommen. Stellt euch vor, der ganze Trara wäre gewesen, wenn wir geplant hätten, okay, schnell einchecken und zum Musical, ne? Das wäre ja ultimativ Endzone gewesen, ne? Grüße an Heikso an der Stelle. Zum Glück waren wir pünktlich. Naja, wir liegen da so. Ich nackt, nur mit Handtuch. Unsere Tür geht auf. 2 Leute kommen rein. Oh, Tür geht wieder zu. Naja, die Sache ist, wenn diese Kettenreaktion nun mal dafür sorgt, dass jeder eine falsche Karte bekommen hat, war es ja auch logisch, dass Leute zu unserem Zimmer Zugang hatten. Wir erstmal Paranoia. Was passiert, wenn wir jetzt ins Musical gehen und irgendwer anders denkt, das wäre sein Zimmer, kommt bei uns rein und macht sich bequem? Da liegt da so ein random Typ einfach nackt bei uns im Bett.
es wird immer besser. Wie gesagt, das war noch lange nicht alles. Irgendwer meinte gerade, hört sich nach Geringverdiener an. Das war ein 4-Sterne-Hotel und das hatte einen ordentlichen Preis. Also das war jetzt keine 2-Sterne-Absteige oder eine Jugendherberge oder ein Hostel. Das war ein 4-Sterne-Hotel. Na, erwartest du eigentlich mehr? Dann sind wir ins Musical gegangen und waren so, nehmen wir Jacken mit? Weil wir müssen ja nur durch die Tür raus und durch die Musical-Tür direkt wieder rein. Ja, lass zur Sicherheit mitnehmen. Man weiß ja nicht. Wir gehen los. Ich hatte erstmal ein Nickerchen gemacht. Ich hatte eine Stunde gepennt noch. 19.30 Uhr sollte die Show beginnen. 18.30 Uhr Einlass. Da waren wir so, ja, dann lass uns 19 Uhr hingehen. Wir gehen los. Dieses Foyer von Aladdin. Bis nach draußen hin eine Schlange. Aber es haben doch, das ist doch nur der Einlass. Das ist nicht Ticketverkauf. Ticketverkauf ist woanders. Alle, die da stehen, haben doch schon Tickets. Warum stehen alle in der Schlange? Naja, stehen wir da so draußen in der Kälte, freuen uns, dass wir Jacken mitgenommen haben. Und da gingst du nach und nach rein. Die ganze Treppe hoch, es war richtig kalt und alles voll mit Menschen. Security und Ticketscan einfach sauschlecht organisiert war und nur 2 Leute für alle zuständig waren. Das war krass. Naja, irgendwann haben wir es dann doch reingeschafft, stehen in diesem Foyer, wo die Heizung so krass war, dass es dann ultra heiß war und du schwitzt was. Also für mich war es so ein Saunading. Heiß, kalt, heiß, kalt. Die Vorstellung war mega. Ich kann euch Aladdin in Stuttgart auf jeden Fall empfehlen. Das wird da nur bis Januar noch laufen, glaube ich, oder bis April oder so. Ab nächstem Jahr ist es nicht mehr in Stuttgart. Die ziehen um nach Frankfurt oder. Also wir haben eine der letzten Vorstellungen so zusammenbekommen. Aber das war unglaublich. Bis Januar, okay. Das war unglaublich. Das Bühnenbild. Wenn ihr wüsstet, die Bühne ist so aufgebaut, das sind so 4 Schichten. Hier vorne sind so die Darsteller. Dann ist hier eine Ebene von irgendwelche Häuser von Agrabah. Dann noch eine Schicht, größere Häuser. Noch eine Schicht, größere Häuser. Und die bewegen sich und schieben sich hin und her. Das Bühnenbild verändert sich. Hochgrad. Erstklassiker, Gesang, Tanz, Performance. Mega krass. Das war so anspruchsvoll. Ich habe sie aus Musikerperspektive vor allem so betrachtet. Saukrass. Roxy und ich die ganze Zeit. Der Genie, der Schauspieler vom Genie, so eine Energy. Das war einer der lustigsten Typen, die ich je gesehen habe, Alter. Der war so witzig und so charismatisch. Der hatte so eine Energy, ist da bam rumgehüpft und so. Der hat die ganze Bühne dominiert. Riesige Bühne, ne? Absolut heftig. Roxy und ich so. Voll überwältigt. Zwischendurch, ich guck so nach links und rechts. Wir hatten so um uns herum so richtig Klischee-Kartoffeldeutsche, die waren so. Vorne so 100 Leute auf der Bühne. Bühnenbild, bam, die Höhle, ne? Diese, wer stört meinen Schlummer? Dieser Höhlenkopf, ne? Riesig, 3D-Effekt, Feuer, Pyro, alle hüpfen rum, Saltos, Gesang vom Feinsten. Unter uns ein Live-Orchester, ne? Wir sind in der zweiten Reihe gewesen, vor uns war der Graben, wo das Orchester drin war, mit dem Dirigenten, Roxy und ich so, und die Leute um uns rum so. So, hä? Was ist mit euch? Also, das war ganz, ganz, ganz heftig. Geniale Erfahrung, wirklich. Ich kann es euch nur empfehlen. Ganz, ganz, ganz krasse Produktion. Und in der Pause war das so, ja, wir haben jetzt 20 Minuten Pause. Okay, alles klar. Maus, willst du aufs Klo? Oh, die Schlange der Frauentoilette ist 7 Kilometer lang. Ich halte durch. Okay, ja, dann lass uns was zu essen oder zu trinken holen. Wenigstens so eine Brezel oder so. Wir gehen da so hin, stellen uns in die Schlange. 17 Minuten lang. Bis wir dann unsere Getränke hatten und wir haben uns so Pizza geholt. So diese, kennt ihr diese? Ja, wie so Ditch, so von einer Bäckerei, ne? So diese Mini-Pizza. Und die wurde 5-mal wieder aufgewärmt und liegt da jetzt unter so einer Lampe. So diese Art Pizza war das. Der Käse hat so eine Schicht Käse obendrauf gebildet. Also so richtig eklig. Naja, war okay. Hat geschmeckt. Wir haben 17 Minuten gewartet. Wir bekommen Essen und Trinken. Nom nom. Schluck Wasser, Schluck Cola und plötzlich. Ja, es geht weiter. Pause ist vorbei. Hä? Roxy und ich so. Pizza reingeschlungen. Ja, komm, lass die Getränke mit reinnehmen. Wir gehen so rein. Getränke in so Glasflaschen, ne? 0,2 Liter Glasflaschen. Oder 0,33. So, wir setzen uns hin. Und plötzlich kommt so eine Mitarbeiterin. Entschuldigen Sie, Glasflaschen sind ja verboten. Sie müssen entweder mir jetzt die Flaschen geben oder eben noch schnell austrinken. Roxy und ich so. Okay. Ex. Entzündet den Tornado. Die ganze Cola geäxt, sie ihre Orangenlimo oder was das war. Alles schnell weggeäxt, am Rülpsen ohne Ende. Bitte schön, hier haben sie die Flasche. Zweite Hälfte, ein Traum. Leute, bei diesem Aladdin-Musical gibt es ja auch dieses A whole new world. Und da fliegen die auf dem fliegenden Teppich. Digga, diese Illusion war so krass. Ich war die ersten 2 Minuten so hart gefühlt. Das war so magisch. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich habe ein Tränchen im Auge gehabt. Wirklich, das sah aus, als würden die einfach fliegen. Vor mir.
Einfach über mir fliegen die. Aladdin und Jasmin sitzen auf dem fliegenden Teppich und fliegen in der Luft. Das sah so gut aus. An zwei, drei Stellen hat es dann leider geflasht, dass man das dann doch sehen konnte, wie es funktioniert. Aber das hat die Magie überhaupt nicht weggenommen, finde ich. Also es war so magisch. Und generell, die haben in diesem Musical auch ein paar Zaubertricks eingebaut. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo der Genie dann, der hat so einen leeren Tisch und er nimmt ein Tuch, hält das davor. Bam! Und der Tisch ist gedeckt mit allen möglichen Zeugen und solche Sachen. Ne? Also die haben wirklich auch Zaubertricks eingebaut. Quick Change. Aladdin ist da in einen, hat sich auf einen Stuhl gesetzt, ein Tuch kam drüber, da war Aladdin plötzlich weg und er war in einer Kiste drinne und so, ne? Wirklich, die haben Zaubertricks gemacht, unter anderem. Dann war die Show vorbei, wir wieder so ins Hotel, sind dann schlafen gegangen, haben Seven vs. White auf dem riesigen Fernseher, den wir im Hotelzimmer hatten, geguckt, weil du konntest über einen Laptop dann so Screen Mirroring machen, das ging dann doch alles klar. Wir waren erstmal so, lass uns doch was essen, oder? Die haben hier Zimmerservice auf dem Telefon stehen. Ich so, höre ab, Zimmerservice, geht keiner ran. Ging einfach keiner ran beim Zimmerservice. Okay, alles klar. Kein Zimmerservice, lass uns ins Restaurant gehen. Die Show war so 22.30 Uhr vorbei, aber wir haben ein Restaurant gefunden, das so spät noch Essen serviert hat. Dann haben wir da gegessen. Und jetzt kommt's, Leute. Pass auf. Der Kellner von uns, ja? Wir sitzen so in diesem Restaurant. Und der Typ, der hat so schwarze Haare, so ein Pferdeschwanz. Und war so, du hast so gemerkt, der hat 3 Tage ohne Schlaf durchgearbeitet. Das ist gerade sein 3. Tag, seine letzte Schicht, die letzte Stunde von seiner Arbeit, bis er Feierabend hat. So, wirklich, genauso. Und er kam bei uns an den Tisch. Ja? Wir so, ja, hier essen da. Aha. Kriegen das Essen, hat geschmeckt. Da wollten wir Nachtisch haben. Ja, wir haben aufgegessen, das so beiseite gestellt. Kellner kam vorbei. Wir so, Entschuldigung, wir hätten gerne 2 Apfelstrudel, bitte. Weil wenn man schon mal im Schwabenland ist, dann will man ja auch traditionell den Apfelstrudel essen. Und er steht wirklich, pass auf, ich sitze hier, okay? Warte, ich brauche einen Platzhalter. Das bin ich, okay? Das ist mein Gesicht, okay? Das hier bin ich. Ich bin jetzt der Kellner. Das muss ich vormachen, wirklich. Das müsst ihr sehen. Der Kellner kommt so mit seinem Gerät, ne? Ja, was darf sein? 2 Apfelstrudel. Okay. Ein Apfelstrudel. Und was noch? Noch ein Apfelstrudel. Noch ein Apfelstrudel. Und dann steht er da, 30 Sekunden lang so. Das hier ist mein Gesicht, ja? Denk dran. Er steht so. Und dann ging er einfach. Er stand da 30 Sekunden lang und dann ging er einfach. Hatte nichts gesagt. Hä? Das war ultra random. Und dann pass auf, 2 Minuten vergingen, okay? Wir saßen so und haben auf unsere Apfelstrudel gewartet. Jetzt pass auf, 2 Minuten vergehen, der Typ kommt. So, und wieder so ultra nah dran. Sie wollten die Rechnung, ne? Wir so, nein, wir wollten Apfelstrudel. Achso, Apfelstrudel, ja. 2 Apfelstrudel. Die habe ich gerade bei Ihnen aufgenommen, oder? Und wir so, ja. Er ist wieder einfach gegangen, ohne was zu sagen. Was zur Hölle? Das war so weird. Also dieses ganze Wochenende. Was ist denn los mit Stuttgart, Leute? Das war so witzig. Er ist halt einfach random wieder gegangen. Naja, dann haben wir unsere Apfelstrudel gegessen. Alles tutti. Ich so, ja, ich würde gern bezahlen. Er wieder so ganz nah dran, ne? Sie wollen bezahlen? Ja, bitte. Alles klar. Er zeigt mir so den Betrag. Ich hole so die EC-Karte raus, ne? Er so, mit Karte. Ich so, ja, er geht wieder, ohne was zu sagen. Er ist einfach weg, weil er wollte das Gerät holen für Kartenzahlung. Aber dann sagt das doch oder so. Er war einfach weg. Dann bezahlt, ihm noch Trinkgeld, bar gegeben, bliblablub, alles in Ordnung, wir gehen schlafen. Nächster Morgen, Frühstück im Hotel. Leute, es wird immer schlimmer. Okay, lass uns frühstücken gehen. So, wer kommt da so hin? Eins in den Chat, wer schon mal in einem Hotel gefrühstückt hat. Ihr könnt mir doch safe alle zustimmen. In einem Hotel ist das doch normalerweise so beim Frühstück. Du hast eine so eine Reihe, eine Wand ganz hinten am Ende vom Saal. Da hast du so eine Wand, wo dann das ganze Buffet aufgebaut ist. Erstmal holst du dir so einen Teller, dann kannst du dir irgendwie so Croissants oder sowas holen oder Brötchen oder Brot, dann ist da noch so ein Toaster. Dann kannst du dir irgendwie Ei holen mit Bacon, Wurst, wie auch immer. Dann sind da so Aufschnitte, Wurst, Käse, bla bla. Und dann ist da noch so Süßkram, ne? Cornflakes, Joghurt, bla bla. Wie immer so ein Hotelbuffet halt. Achtung, dieses Baba-Hotel, dieses köstlich-möchtliche Hotel. Wir kommen da so rein, sagen unsere Zimmernummer. Ja, sie haben freie Platzwahl. Der Saal ist aufgeteilt auf 2 Etagen. Da ist so ein großes Fenster zur Küche. Interesting. Und an diesem Fenster kriegst du Rührei, Bacon, dieser ganze Kram. Ich mache mir das so drauf, weil ich probiere beim Hotelfrühstück immer das Rührei und den Speck. Ist das gut oder nicht? Das sah richtig gut aus, das Rührei. Mach mir so einen Teller ready. Und was jetzt? Wo ist der ganze Rest? Dann musst du einmal durch den Saal laufen. In einer anderen Ecke sind dann so Kaffee, O-Saft
und der Süßkram gewesen. Das war dann so in einer Ecke. Hä? Okay, weird. Naja, dann sind wir so in der Ecke, holen uns einen Kaffee, holen uns einen Saft, bla bla. Aber was ist jetzt, ich wollte jetzt noch so ein Brötchen, so mit so einer Wurst oder so einem Käse. Wo ist das denn jetzt? Da musst du in die andere Ecke nochmal durch den Saal laufen und du musst die ganze Zeit an den Tischen vorbei und haust mit deinem Fettarsch die ganze Zeit so den Leuten ins Gesicht. Oh, Entschuldigung, excuse me, scusi. Einfach Reise nach Jerusalem, genau. Damit wir dann zu diesen, ja, Wurst und sowas, Käse, bla bla. Naja, alles zusammengestellt. Ich probiere so das Rührei und den Speck. Eiskalt. Das war in so einer Warmhalteschale. Nix da. Das war einfach eiskalt und wässrig. Digga, das war richtig eklig, Mann. Also, das war so ein Reinfall. Und auch Roxy hatte sich dann so einen Früchteteller gemacht und wollte so Joghurt dazu, ne? Holt sich so einen Joghurt. Und nicht mal den Joghurt konntest du zu dem Obst essen, weil das war dann so ein stichfester Joghurt. Den konntest du da nicht einfach draufkippen. Das war halt wie so Quarkjoghurt, wisst ihr? Weißt du? Das war so, nix hat geklappt in diesem Hotel. Es war so durcheinander. Ach ja, dann Checkout. Die ganze Odyssee nämlich zurück zur Parkgarage. Das war auch wieder so eine Tortur. Aufzug hoch, runter, durch diesen Gang, einen Kilometer lang. Da musst du wieder durch diesen anderen Aufzug, von dem ich euch erzählt hatte. Da waren dann so ungefähr 500 russische Frauen drin, die ganze Zeit kreuz und quer durchs Hotel gefahren sind. Als sie mich dann durchgelassen haben, hatte ich dann nur so gesagt, Spasiba Balshoi. Und diese, oh, Paruski. Und dann haben die so angefangen, mich auf Russisch voll zu labern. Ich so, da. Paka. Keine Ahnung, was die gesagt haben, Alter. Da waren wir beim Auto, es hat alles geklappt und wir sind in einer Traumfahrt zurückgefahren. Noch besser als die Hinfahrt. Wir haben irgendwie 5 Stunden gebraucht für 700 Kilometer oder so. Oder weniger sogar. Also es ging richtig schnell. Das war mega. Also Freunde, das war die reinste Odyssee. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Das brauche ich nicht nochmal erleben, ehrlich gesagt. Also beim nächsten Mal lieber einfach ein normales Hotel buchen und nicht das vom Musical selbst. Ja. Letztes Video, da klicken. Bam, mach jetzt Adventskalender. Such die Buchstaben, dann kriegst du was. Yeah. Beim nächsten Mal in der Nähe von Stuttgart einfach bei mir übernachten. Oder halt nicht. Mhm. Irgendwie Fiebertraum. Ist so.